Herzlich willkommen wieder in meinem Bastelkeller im Münsterland. Heute werde ich noch mal ein paar Basteleien an dem Lastenrad machen. Unter anderem werde ich doch den Kindersitz so weit zu einer Seite schieben, also die vordere Haltung, wie ich im letzten Video schon mal erwähnt hatte, etwas ändern. Dann denke ich, dass an so einem Rad, wo schon sehr viel Technik drin ist, gehören eigentlich auch Blinker. So, und alles weitere nach dem Intro. Hallo liebe Bastelfreunde, heute seht ihr mich mal in Zivil und nicht im Bastelkeller, sondern draußen, weil die eigentliche Bastelei ist schon beendet. Ich habe das aus verschiedenen Gründen nicht aufgenommen. Ich glaube, ich habe da einen Weltrekord erstellt im Treppenlaufen von der Garage im Keller und umgekehrt. Und das wäre einfach zu aufwendig gewesen, die Aufnahmen dazu machen. Da hätte ich 2 oder 3 Kameras haben müssen. Aber ich will euch mal noch einige Sachen vorstellen, die ich hier am Fahrrad geändert habe. Zuerst habe ich ja mal einen Rückspiegel angebracht. Der war ursprünglich eigentlich als Lenker-Endspiegel vorgesehen, aber das war sehr unpraktisch und man hat den ständig wieder verstellt. Deswegen habe ich den hier oben an dem Rahmen für das Dach dran gemacht. Einfach mit einer Flügelschraube. Von innen habe ich hier Fräsungen angebracht, sodass sich das an dem Gestänge festklemmt. Einfach nur so drüber kann man mit und ohne den Bezug verwenden. Wie ich in dem ersten Video schon erwähnt habe, würde ich die Befestigung für den Kindersitz auf eine Seite machen beim nächsten Mal. Und das habe ich hier jetzt auch schon geändert, weil der Kasten unten kaum noch zugänglich war. War nur ein schmaler Spalt, man konnte den kaum nutzen. Und deswegen habe ich den auf eine Seite rüber gesetzt. Es ist aber nicht so viel Platz vorhanden, dass man zum Beispiel einen zweiten Kindersitz reinsetzen kann. Aber auf dem Platz könnte noch ein etwas größeres Kind, was schon selber sitzen kann, Platz nehmen. Unten haben wir eine Decke reingelegt, dann hat man mal was bei zum Draufsitzen. Außerdem wurden dann die Trittlöcher etwas abgedeckt, damit keine Kleinteile rausfallen können. Dieses Versetzen zur Seite könnte man annehmen, dass das vom Gleichgewicht eine Rolle spielt, aber bei dem geringen Gewicht der Kinder ist das überhaupt kein Problem. So, und das nächste, was ich gemacht habe, war, ich habe Blinker hier angebaut. Was die Kontrollhelfer dazu sagen, weiß ich nicht. Ich habe versucht, mich zu erkundigen, habe aber nur gefunden, dass die Fahrtrichtung bei einem Fahrrad anzuzeigen ist. Von wie steht dann irgendwo was. Natürlich werde ich mich nicht komplett darauf verlassen, sondern nach wie vor Handzeichen geben und umschauen und alles, was erforderlich ist. Aber ich habe gedacht, das ist ein Sicherheitsaspekt, den man vielleicht nutzen könnte. Und funktionieren tut es wunderbar. Die Teile habe ich über eBay bestellt. Gab einige Probleme damit, weil ja, nicht die Sachen, die ich bestellt hatte, Wackelkontakte hatten. Und deswegen war das Ganze recht zeitaufwendig. Aber so einiges, was ich noch zu Hause hatte, hatte einen Wackelkontakt. Und deswegen war das ziemlich umständlich. Ich zeige euch mal, wie ich die Halterung dafür gebaut habe. Das ist aus einer PE-Platte ausgeschnitten, Gewinde reingeschnitten. Und die lassen sich dadurch, dass die Seitenwände hier recht dünn sind, so weit aufbiegen, dass man die über die
Rohre rüberkriegen kann. Die Kabel habe ich durch die vorhandenen Öffnungen, also hier ist einmal das Kabel verlegt, hier entlang, und dann geht es hier unten in das Rohr rein, kommt vorne wieder raus, also durch die vorhandenen Kabelkanäle geschoben. Vorne sieht es ähnlich aus, auch aus dem PE ausgeschnitten, Kabel in die Rohre wieder eingeführt und mit vorhandenen Schrauben, also mit den von dem Kasten, festgeschraubt. So, der Strom kommt von einem separaten Akku. Ich wollte nicht an den vorhandenen Akku gehen, weil dann entfällt garantiert die Garantie, wenn an der Elektronik irgendwas ist, sondern ich habe hier einen zusätzlichen Akku eingebaut, den so, der Akku ist in dem Schaumstoff eingeschlagen und hält mit dem Gummi. Davor habe ich noch an dem Gummi das Ladegerät angebracht. Die Kabel sind in der Dose alle verkabelt und laufen da zusammen. Und hier habe ich noch eine USB-Steckdose eingebaut, die zum Laden vom Handy gedacht ist. Wenn man das Handy mit als Navi benutzt, dann ist nach ziemlich einer Stunde Feierabend. Und hier kann ich den Akku, das Navi dann anschließen und kann, ja, das ist ein riesen Akku, der da drin ist. Mit 22.000 mAh. So, und damit diese ganze Mimik hier unsichtbar wird und mehr oder weniger verschwindet, habe ich dann unter der Sitzbank einen abschließbaren Kasten gemacht. Da kann man dann auch noch mal irgendwas einschließen, obwohl natürlich so ein Schloss ist keine Sicherheit. Aber immerhin sind die Sachen dann unsichtbar. Weil der Kasten hier am Fahrrad nach unten oder oben schräg zuläuft, nach vorne schräg zuläuft, war das natürlich eine unheimliche Arbeit, das anzupassen. Und das war auch einer der Gründe mit, weshalb ich keine Filmaufnahmen gemacht habe, während ich das gebaut habe. Hier noch ein paar Aufnahmen vom Bau des Kastens. Ich habe die Einzelteile mit Aluwinkeln verschraubt und auch an dem Kasten des Fahrrads verschraubt. Leider sind die Bilder nicht allzu gut geworden, weil es in der Garage ziemlich dunkel war. So, und dann haben wir noch eine kleine Änderung vorgenommen, nämlich das dritte Fenster. Ich zeige euch das mal näher. Da waren ursprünglich keine Reißverschlüsse drin und unser Enkel ist ja noch sehr klein und es ist schön, wenn man dann besseren Kontakt mit ihm aufnehmen kann. Und deswegen haben wir dann hier, da musste dann die Bastel-Oma machen. Auch
Reißverschlüsse eingenäht, sodass man das nach hier auch öffnen kann. Klettverschlüssen hier oben gesichert und somit hat man besseren Kontakt und es ist auch etwas luftiger. Wir haben also schon festgestellt, wenn die Sonne scheint, hat man da schnell 26, 28 Grad da drin oder ist doch ganz schön heftig. Ich finde das interessant. Wie gesagt, mit der Blinkanlage ist ein zweischneidiges Schwert. Ich finde es aus Sicherheitsaspekt ganz gut. Ob das durchgeht, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ich glaube aber nicht, dass man das wirklich beanstanden kann. Ja, ansonsten alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.